ja. Eddie. Ist die Sonne eingebrochen, so wie es aussieht, ne? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Sonne mehr. Aber trotzdem. Kennt irgendjemand diese Pflänzchen hier? Mir scheint so, dass jedes Jahr im Frühling speziell die Pflanze extrem wächst, die man da je nach Zeit, in der man da lebt, eben braucht. Ich habe ein Jahr erlebt bei mir im Garten, da war im Frühling alles voll mit Spitzwegerich. Da habe ich mal recherchiert, was der Spitzwegerich so kann, und das hat genau gepasst zu dem, was ich da gebraucht habe. Und dieses Jahr sind es diese Pflänzchen hier mit weißen Blüten und solchen Blättern wie hier. Ich habe keine Ahnung so richtig, was das genau ist. Aber schmecken tut es hervorragend. Das schmeckt so wie Kresse. Also übelst lecker. Und wie gesagt, wo man hinguckt. Wo man hinguckt. Fast nichts anderes. Hier und da. Also bei mir vorm Haus ist es so. Ihr könnt ja mal gucken, ob es bei euch auch so ist. Hier sind so ein paar andere Pflänzchen, die alle verkümmert sind. Hier ein Löwenzahn, der nicht gekommen ist. Hier ein bisschen Gras, das sieht auch gerade toll aus. Aber hier haben wir wieder so ein Pflänzchen. Und hier noch eins. Drüben ist ein ganzer Busch gewachsen. Ich glaube, da werde ich mir dann mal was ernten und einen schönen Salat davon machen. Ja, ich habe ein Büchlein im Garten und da hat meine bessere Hälfte schon mal nachgeguckt, was es sein könnte. Den Namen habe ich mir erst nicht gemerkt. Aber da stand als Wirkung, dass es gegen Magenverstimmung hilft. Ja, und das, was wir zurzeit haben, das kann einen echt den Magen verstimmen, oder? Okay, so. Ich reiche euch jetzt nochmal, dass man es wirklich essen kann. Ich hab's mir hier mal ein bisschen, die Blätter schmecken irgendwie am besten. Und dann. Okay, das war der Beweis. Ups. Aber jetzt habe ich ja voll rangezoomt, ne? Bin ich aus Versehen auf den Zoom gekommen, wo ich rumgedreht habe. Müssen wir es nochmal machen. Hier ist noch ein schönes Blatt. So, Zoom weg. Okay, so, das war erstmal mein Beitrag. Zur halbwegs Regulierung der momentanen Situation, wenn man es so ausdrücken kann. Ja, postet mir mal bitte rein, was das für eine Pflanze ist. Dann recherchieren wir mal, was die so alles kann. Dann guckt euch mal um, ob die bei euch auch wächst. Hier, wo man hinguckt. Überall sprießt es raus. Tolle Sache. Okay, und mal gucken, ob sich jemand findet, der die Sonne wieder reparieren kann.